Die Schweriner haben entschieden. In 14 Tagen geht es erneut an die Wahlurne. Bis in den späten Sonntagabend hinein wurden die Stimmen ausgewertet. In Runde 2 am 18. September muss sich die Amtsinhaberin Angelika Gramko mit dem SPD-Herausforderer Dr. Rico Badenschier begeben. Ergebnis offen. Über 31% zu bekommen in der Situation, da bin ich zufrieden. Ich wusste, dass es schwer wird. Mein Ziel war natürlich, den ersten Wahlgang zu bestehen. Aber bei 8 Mitbewerberinnen und Mitbewerbern würde das schwierig werden. Das ist es geworden. Und deshalb werde ich mich in der Stichwahl engagiert dafür einsetzen, dass ich diese Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterführen darf. Und dann werden wir mal sehen, was rauskommt. Alle Ergebnisse bis in das kleinste Wahllokal hinein finden Sie morgens in Ihrer Tageszeitung und auf svz.de.